sagt Paulus. Und an diesem Leib Christi sind viele Glieder lahm, krank. Manche vergiften sogar den Leib. Wir müssen denken an arme Bischöfe, die die Stellung halten wollen. Denken wir an den synodalen Weg, wo die Mehrheit der Synodalen die Frage gestellt hat, braucht es überhaupt noch Priester? Das müssen Sie sich vorstellen, so einen armen Bischof, der da drin sitzt. Wir leiden alle mit. Die Kirche ist unsere heilige Mutter, sie ist der fortlebende Christus auf Erden. Und darum müssen wir die Kirche umso mehr lieben. Das sagt uns Gott durch diese Krise. Der Sturm, der durch die Kirche fegt, wird die dürren Äste wegreißen, Gott sei Dank. Und wir müssen von einem neuen Anfang ausgehen. Wir brauchen christliche Schulen und Ausbildungsstätten, die eine neue christliche Führungsschicht heranbilden, aus der dann auch die christlichen Parteien profitieren und neuen Nachwuchs bekommen. Auch aus der christlichen Jugendarbeit. Wir brauchen christliche Jugendarbeit, die wirklich diesen Namen verdient. Nicht umsonst haben wir hier die katholischen Pfadfinder Europas gegründet. Aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also will Gott auch wieder, dass wir die Macht des Gebetes und des Opfers einschalten. Und das wird neuen Aufmerksamkeit.